Grüß Gott, liebe Horrorfans. Heute tauchen wir ein in die Welt von Scream aus dem Jahr 1996 und wie dieser Film die Regeln des Horrors für immer veränderte. Also schnappt euch euer Popcorn und macht euch bereit zum Schreien. Denn Scream ist kein gewöhnlicher Horrorfilm. Es ist die Geschichte von Sydney Prescott, einer Schülerin, die mit dem Jahrestag des Mordes an ihrer Mutter konfrontiert wird. Doch die Ereignisse nehmen eine erschreckende Wendung, als ein maskierter Killer namens Ghostface die Stadt terrorisiert. Klingt nach einem typischen Horrorfilm, oder? Falsch gedacht. Scream nimmt die Klischees des Genres gekonnt auf die Schippe, ohne dabei auf Spannung und furchterregende Jumpscares zu verzichten. Das Genie hinter Scream ist Drehbuchautor Kevin Williamson. Inspiriert von wahren Verbrechen und dem Slasher-Genre, schuf er ein Drehbuch, das Publikum und Kritiker gleichermaßen begeisterte. Und natürlich dürfen wir den Regisseur Wes Craven nicht vergessen, den Mann, der uns Nightmare on Elm Street bescherte. Mit seiner Erfahrung verwandelte er Scream in ein Meisterwerk des Horrors, voller Suspense und Meta-Referenzen. Doch die Entstehung von Scream verlief nicht reibungslos. Die Produktion sah sich mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert, von Casting-Entscheidungen bis hin zu Einmischungen des Studios. Vor der Kamera standen große Namen wie Drew Barrymore und Courtney Cox, an der Seite von aufstrebenden Talenten wie Neve Campbell und Skeet Ulrich. Diese Kombination erwies sich als Erfolgsrezept und zog ein breites Publikum an. Hinter den Kulissen gab es jedoch auch einige Dramen. Die für ihre Einmischung bekannten Weinstein-Brüder gerieten mit Craven wegen des Tons und der Gewaltdarstellung des Films aneinander. Trotz aller Hindernisse kämpfte Craven für seine Vision und lieferte einen Film ab, der sowohl das Studio als auch die Fans zufriedenstellte. Die Produktion war niedrig budgetiert, was zu kreativen Lösungen führte. Gedreht wurde in Kalifornien, mit viel Einsatz von praktischen Effekten und einem gruseligen Soundtrack von Marco Beltrami. Die Hingabe und Leidenschaft des Teams ist in jeder Einstellung spürbar. Pünktlich zur Weihnachtszeit veröffentlicht, übertraf Scream alle Erwartungen. Der Film wurde ein riesiger Kassenschlager und spielte ein Vielfaches seines Budgets ein. Das clevere Marketing, das Barrymore in den Vordergrund stellte, und die positiven Kritiken trugen maßgeblich zum Erfolg des Films bei. Die Kritiker lobten die intelligente Satire, die spannungsgeladenen Szenen und die hervorragenden Leistungen der Schauspieler. Der Erfolg von Scream beschränkte sich nicht nur auf die Kinokassen. Er brachte eine Filmreihe und eine Fernsehserie hervor. Und noch wichtiger, er belebte das Slasher-Subgenre neu und beeinflusste eine ganze Generation von Teenie-Horrorfilmen. Sein Einfluss auf die Popkultur ist unbestreitbar. Die ikonische Ghostface-Maske ist zu einem festen Bestandteil von Halloween geworden und die Dekonstruktion von Genre-Klischees ist heute ein fester Bestandteil des Genres. Wenn ihr also das nächste Mal einen Horrorfilm seht, der euch gleichzeitig zum Lachen und Schreien bringt, dann erinnert euch daran. Scream war der erste. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, ein Like und ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren gruseligen Inhalte zu verpassen. Film ab!